Hallo zusammen. Heute möchte ich euch einen Überblick über verschiedene Panorama-Software, ja, Hersteller geben und auch deren Produkte vorstellen, damit ihr einen Eindruck darüber bekommt, welche Softwaretypen es gibt. Und ich möchte mit diesem Tutorial vor allem erreichen, dass ihr es schafft, für euch zu beurteilen, welche Panorama-Software für euch die richtige ist. Nicht immer muss man sofort eine hundertprozentige Profilösung haben. Manchmal reichen auch schon ganz kleine Features aus, die man eh schon hat, um ein Panoramafoto zu rendern. Da muss ich nicht direkt Geld ausgeben. Und genau diesen Überblick möchte ich euch heute damit verschaffen. Fangen wir mit dem Thema an. Lightroom ist auch wohl so ziemlich die meistverbreitete Software, mit der man ebenfalls Panoramas rendern kann. Viele wussten das vielleicht nicht. Aber genau dieses Panoramabild, was wir hier vom Landschaftspark Duisburg sehen, ist mit Lightroom gerendert worden. Das geht in dem Fall ganz einfach. Ich markiere jetzt meine vier Fotos, die ich hier zusammen fotografiert habe. Ich habe die noch nicht bearbeitet, die bearbeite ich später. Klicke über die rechte Maustaste einfach das Thema Panorama an. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster, wo ich eine Vorschau bekomme. Ich habe die Möglichkeit, dort ein Kugelpanorama zu erstellen, das zylindrisch oder perspektivisch einzustellen. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Was ein kugelförmiges Panorama ist, ein zylindrisches Panorama etc. Da gehe ich vielleicht nochmal in einem separaten Video darauf rein. Aber jetzt für den Anfang wollen wir nur erstmal wirklich einen Überblick verschaffen, zu gucken, reicht Lightroom vielleicht für einen Einstieg aus, um Software zu Panoramabilder herzustellen. Wir sehen hier oben auch schon in der linken Leiste, dass das Panorama direkt erstellt wird und in wenigen Minuten werde ich dann auch die Vorschau bekommen. So, jetzt hat er mir hier unten schon ein Panorama erstellt. Ich kann es anklicken und so sieht das Panorama jetzt unbearbeitet aus. Für einfache Panoramen wie diese jetzt reicht Lightroom vollkommen aus, um ein Panorama zu erstellen. Ganz großer Vorteil von Lightroom in dem Fall, wie ihr hier unten in der Dateiendung seht, es wird ein DNG, also ein weiteres RAW erstellt, mit dem ich nachher einigermaßen ohne Qualitätsverluste meine Bilder bearbeiten kann, so dass nachher ein solches fertiges Bild hierbei rauskommt. Schauen wir uns die nächste Version an. Ich hatte früher, bevor ich mit Lightroom oder bevor Lightroom diese Option hatte, immer mit ArcSoft zusammengearbeitet. Dort gibt es den Panorama Maker. Wie ich aber gerade festgestellt habe, gibt es nur noch den Support. Der Download steht dort überhaupt nicht mehr hier zur Verfügung, so dass ich gar nicht auf dieses Thema weiter eingehen kann. Die nächste Software, die ich euch vorstellen möchte, ist das Thema Panorama Studio Pro. Da ist die Version 3.1 die aktuelle. Da zeige ich euch gleich, wie man auch hier ein Panoramabild erstellt. Und wir gucken uns erstmal an, welche Features das ganze Thema Panorama Studio hat. Es gibt zwei Versionen. Einmal die Pro-Version, eine Professional und eine einfache Version. Die einfache Version kostet um die 35 Euro. Und die Pro-Version kostet knapp 70 Euro. Wir sehen hier ganz schön in der Übersicht, wo die sich inhaltlich unterscheiden. Ich hatte es gerade noch mal ausprobiert. Die Vorgängerversion hatte bei Langzeitaufnahmen, also bei Nachtaufnahmen, immer noch ein starkes Bildrauschen verursacht. Das ist deutlich verbessert worden, so dass man das jetzt durchaus als Erwägung ziehen kann, auch mit diesem Panorama, mit dieser Panorama-Software Bilder zu stitchen. Also gucken wir uns mal den Unterschied an. Wenn ich eine komplette 360-Grad-Panorama-Aufnahme machen möchte, komme ich mit der einfachen Version hier nicht aus. Da muss ich schon die Professional-Version nehmen mit speziellen Weitwinkelobjektiven, also Fisheyes. Das ist 8 bis 15 mm. Auch da rät mir der Hersteller zu einer professionellen Version. Das gucken wir uns aber später nochmal an. Ich verlinke euch die Links eh unterhalb des Videos. Schaut euch diese Übersicht an, vergleicht und guckt, welche Funktionen ihr braucht und welche ihr vielleicht nicht benötigt.
Schauen wir uns das jetzt einmal in der Praxis an. Wir öffnen Panorama Maker. Ich klicke hier einfach auf Bilder importieren, die vorher einmal selektiert. Das ist jetzt ein Bildband von Antwerpen. Ihr seht hier oben so eine kleine Vorschau, welche Bilder miteinander verknüpft werden. Das sehe ich auch an diesen kleinen blauen Pfeilen zwischen den einzelnen Bildern. Jetzt klicke ich einfach auf Ausrichten. Sagt er mir, dass ich keine Vorgaben für die Brennweite eingestellt habe. Das kann ich jetzt machen. Ich übernehme es jetzt auch hier beispielhaft einfach mal und das Bild wird mir zusammengerechnet. Das ist jetzt kein besonders schönes Bild, kein schönes Bild. Ich habe hier damals den Nodalpunktadapter verstellt und dementsprechend habe ich eine ganz starke Verzerrung in den einzelnen Linien mit drinne. Wir sehen die tonnenförmige Verzeichnung. Also hier müsste ich ganz viel Arbeit reinstecken, im Nachhinein noch in Photoshop. Deshalb würde ich dieses Foto jetzt einfach in die Tonne werfen. Mir ging es jetzt einfach mit dieser Software euch mal darum zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist. Und ja, gucken wir uns das nächste Bild noch einmal an oder wir schauen, öffnen noch uns noch mal ein weiteres Bild. Ich sage auch hier wieder ein einreihiges Panorama erstellen. Importieren. Klick nochmal auf den Landschaftspark Duisburg. Dann haben wir auch nochmal einen direkten Vergleich. Auch hier wieder alle Bilder zusammen. Ausrichten. Teilpanorama wird übernommen. Okay. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Jetzt muss ich das Bild natürlich wieder exportieren. Das geht in dem Fall nur als JPEG oder als TIFF. Und darum in Lightroom oder später in Photoshop nochmal neu bearbeiten. Das möchte ich jetzt nicht speichern. Gehe ich auch hier raus. Die nächste Software ist dann PTGUI. Das ist quasi auch der Porsche unter den Panorama-Software. Deutlich besser auch was Lightroom angeht. Also bei Lightroom stoße ich zum Beispiel an meine Grenzen, wenn ich mehrzeilige Panoramen machen möchte. Das heißt Bilder, die über zwei Etagen, über zwei Zeilen gehen. Passiert auch bei dem Thema 360-Grad-Aufnahmen ganz oft. Ja, hier kann ich mit Lightroom gar nichts anfangen in dem Sinne. Das sind schon Ansprüche, die etwas gehobener sind. Das Panorama Studio 3 kann mir hier helfen mit mehrzeiligen, wie wir gerade gesehen haben. Ich nutze schon eine ganze Zeit PTGUI, die Pro-Version hier auch. Auch hier verlinke ich euch nachher noch einmal eine Übersicht über die Leistung. Ich kann HDRs direkt damit rendern. Ich habe eine Viewpoint Correction. Ich habe ein Tonemapping mit drin. Das sind so ein paar Vorteile, die ich direkt mit der Pro-Version von PTGUI habe. Und jetzt öffne ich auch hier mal ein Bild. Und damit wir mal einen Unterschied haben, öffne ich das gleiche Bild noch einmal vom Landschaftspark Duisburg. Cancel, ich mache einfach mal File New, daran wird es liegen. Da können wir es auch schon öffnen. Markiere alle. Jetzt habe ich hier eine eingeschränkte Funktion. Es gibt verschiedene Videos, die die Grundlagen von PTGUI erklären. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Ich werde vielleicht auch noch das ein oder andere Video dazu machen. Ich habe hier meine Quelldateien. Hier könnte ich die Reihenfolge noch mal verändern, indem ich ein Bild markiere und zum Beispiel in der Reihenfolge verändere. Und ich kann hier auch Dinge maskieren, die ich gar nicht mit drauf haben möchte. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Flugzeug mit durch die Gegend fliegen würde, könnte ich das einfach markieren und dann wäre die ganze Sache erledigt. Dafür jetzt einfach mal die Bilder zusammen. Auch hier kriege ich eine sehr gute Vorschau. Habe jetzt die Möglichkeit, direkt eine Bildauswahl vorzulegen. Jetzt auch einfach nur mal schnell. Dann schließe ich diese Panorama-Software, gestalte das Panorama, sagt er mir jetzt, oder ist es da einspeichert, oder ist auch schon fertig. Die PTS-Datei ist die PTGUI-Datei, damit kann ich die Datei jedes Mal wieder öffnen. Und hier ist jetzt die Preview von dem fertigen Panorama.
Wir sehen hier also ganz schön, dass es hier keine Übergänge gibt, keine Bildstreifen, alles wird komplett rausgerechnet. Also PTGUI arbeite ich am liebsten mit. Ich möchte euch doch hier noch einmal zeigen, wenn ich ein Bild über mehrere Zeilen habe, bei dem mehrzeiligen Panorama, wie ich dieses anlege. Ich wähle wieder eine neue Datei. Ich habe jetzt hier den Bahnhof von Antwerpen. Das sind knapp 16 Bilder, meine ich, die ich zusammenrechne. Wir sehen hier oben schon, dass hier ganz viele Architekturformungen drin sind. Am Boden sind es Linien, die gematcht werden müssen. Auch hier kann ich schon vorab sagen, habe ich den Nodalpunktadapter verstellt gehabt, mal eben auf die Schnelle eingerichtet. Ich habe mir nicht wirklich viel Mühe gegeben, also das Bild muss ich normal machen, aber für die Demo-Version wird es reichen. Und hier sehe ich auch sofort, wenn PTGUI diese Bilder zusammenzieht, wir haben hier die erste Reihe hier unten von 0 bis 7, also es sind nur 14 Bilder und hier geht es dann von Bild 8, Bild bis 14 weiter. Hier wird schon gute Rechnerleistung verbracht, um die Bilder zusammenzusetzen. Jetzt nur ein Beispiel. Ich sehe natürlich noch ein paar stürzende Linien. Die könnte ich jetzt über die Kontrollpunkte korrigieren. Das zeige ich euch ein anderes Mal. Ansonsten bleibt erstmal alles gleich. Ich lasse das jetzt auch erstmal so, um euch zu zeigen, wie das später aussieht. Bild hat man gerade zusammen gemacht, habe ich jetzt ausweise noch mal gefügt. Ich gestalte das Panorama noch mal. Ich zeige euch gleich auch noch mal, wie das Bild fertig aussieht. Da ist es auch schon. Die Vorschau am Schreibtisch. Bahnhof Antwerpen, das ist das JPEG. Also ist schon ganz gut geworden. Ich gehe noch einmal raus, zeige euch im Lightroom, wie das nachher bearbeitet aussieht. Während Lightroom im Hintergrund liegt, zeige ich euch das mit der Maske nochmal. Hier sind die einzelnen Bilder, die zusammengerechnet werden. Ich hätte gerade hier die reisenden Gäste zusammen gemacht, die kann ich jetzt einfach markieren auf den Bildern, wenn die hier drauf sind. Jetzt sollten sie eigentlich weg sein, sind sie in dem Fall nicht. Muss ich gleich noch mal gucken. In der Regel funktioniert das. So, schauen wir uns an, wie das in Lightroom aussieht. So ist es nachher zusammengerechnet. Ist jetzt in dem Fall auch etwas größeres JPEG, wie ich es exportiert habe. Ich habe die Kontraste, die Lichter entsprechend angepasst, etwas mehr Dynamik reingegeben. Sieht meiner Meinung nach ganz adäquat aus. Ich muss mir hier nur noch mal die stürzenden Linien an den Seiten besser korrigieren. Und hier sieht man auch schon, dass ich nicht ganz zentral stand, um das Panorama sauber auszurichten. Für dieses Demo-Video ist es doch jedoch, denke ich, ganz passabel. Ich speichere die Datei nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über euer Like. Schaut auch nochmal auf meinem Blog vorbei. Da schreibe ich auch noch etwas zu diesem Video zum Thema Panorama-Software. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Ich werde auch noch ein paar andere Artikel mit verlinken. Das Video, die Links von der Leistungsübersicht von Panorama Studio 3 und von PTGUI packe ich euch ebenfalls mit in die Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über euer Like und wenn ihr mögt, natürlich unterstützt mich, indem ihr den Kanal abonniert. Ich bedanke mich und sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal.